Willkommen zurück bei Mafia, der Definitive Edition. Wir haben gerade Diamanten geklaut, die sich hinterher als 1A-Stoff herausgestellt haben, worüber Tommy und Pauli nicht glücklich sind. Und Tommy nochmal auf das Angebot von Pauli eingegangen ist, die Bank auszurauben. Und wie weit das gleich führen wird, das sehen wir hoffentlich gleich. Wird gern schneller gehen, aber Pauli scheint ein bisschen zu lahmen. Ja, Salieri hat sich von Sam nach Hause bringen lassen und wir hatten aber darauf keinen Bock. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen? Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Natürlich. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Das klappt doch im Leben nicht. Das gibt doch auf jeden Fall Ärger. Einfach zum Entspannen. Ja, das war wirklich einfach zum Entspannen. Aber das, was Pauli da gerade geäußert hat, sind so klassische Anzeichen einer Depression, würde ich jetzt sagen. Bin da natürlich auch kein Experte. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Das waren gerade ganz schön miese Texturen. Jetzt geht's wieder anscheinend. Schon gedacht, bist ich hätte bereit? In den Einstellungen irgendwie was rumgefummelt, aber habe ich gar bin nicht. Bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah, okay. Alle runter auf den Boden! Wem gehört die auf Bank? Auf den scheiß Boden!
Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann! Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Bleibt alle auf dem Boden! So, ja. Wenn sich wer bewegt, werde ich schießen! Wo geht es denn hier zum Direktor? Herr Direktor, unsere Gage ist zu klein. Geben Sie uns zusätzlich noch einen Schein. Oder alle. Ja, das war aus dem Weltklassiker Dumbo. Nur in schlecht gesungen. So. Auf vier. Komm mit zum Tresorraum. Ich mache, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Oh. Das ist eine gute Idee. Hände oben zu halten. Das ist aber ein schöner Richtungswechsel. Das hat er gut drauf. Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Echt? Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. So, auf den ich natürlich zuerst ziele, jetzt wenn wir runterkommen. Der Direx wird ja wohl keine Waffe am Stecken haben. Denk dran, sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Da ist er! Ich sag's noch extra, also komm, dann gib mir mal. Selber schuld, schießt er mich auf mich, Esel. Dich bin ich sauer, mein Freund. Auf dich bin ich mal so richtig sauer. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Das hast du nicht zu entscheiden. Ich lass dich erstmal leben. Ist vielleicht ein Fehler. Ich bin kein Monster. Ich bin einfach keins. Dafür fresse ich ihm die Medikamente weg. Stirbt er halt daran, weil er seine Medizin nicht mehr kriegt. Jesus, Maria und Josef. Auf zu heulen! Hat er ihn erschossen oder hat er ihm nur in die Nüsse getreten? Verdammt! Das ging alles da rein! Da. Weg, los! Nicht schlecht. Das Geld, wir hauen ab! Den wollte ich gar nicht schießen. Also den wollte ich schon erschießen, aber... Mehr hast du nicht im Petto? Mehr brauche ich nicht. Gut, zeig dich.
daneben. Los, Tommy! Ja, im Dienst war aber wenig. Für eine Full-Loaded Tommy Gun. Was will ich mehr? Aber das sind doch nur Peanuts, die du dabei hast. Das sind ein paar tausend Dollar. Mehr ist das dann nicht. Alle von der Station ab, Kommandier. Alle! Das hat keinen Zweck, Tom. Lass die nicht. Es sind zu viele. Wir müssen hinten raus. Was? Okay. Komm schon. Ich sehe gerade gar nichts. Nicht hier lang. Oh, praktisch, der Direktor hat seine Karre hier geparkt. Er wurde zu Fuß gesichtet. Zugriff. Ja. Er ist in einem Wagen. Schnappt ihn euch, bevor es weiter eskaliert. Ja, lass dir ruhig Zeit. Los, fahr schon! Ja, wohin? Steig ein, die Fitz People. Häng sie ab! Da kommt noch einer! Hauptsache, er lässt sich schön Zeit. Damit hat er nämlich nicht gerechnet. Jeder hat gedacht, ich weiche aus. Hier lang, hier ist nämlich eine Baustelle. Aha. Abgehängt. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Nein, tut ihr nicht. Das glitchige Taxi. Shit. Weg da. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Und jetzt zum Palermo Club. Sam's Club? Hey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Hat auch ganz gut funktioniert eigentlich. Aber gelohnt hat sich das wirklich nicht. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Ist das Einschussloch da eigentlich wieder zugewachsen? Sieht fast so aus. Ah, Glocke zu. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Wahrscheinlich sind wir eher tot. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Das für ein Club? Boxclub? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Der letzte große Wurf. Ein Steam-Erfolg. Der Niedergang der Kunst hat nicht 1938 angefangen. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Sieht nach einer Suppe aus.
Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Oh ja, er hat Ich hab nachgedacht. Wirklich? Naja, lass mir das. Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sozusagen. Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Wir haben eine ich Tochter? Hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Wusste ich gar nicht. Was verheimlichst du mir, Tommy? Ja. Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Ja, wozu gut, dann gehe ich halt voll duschen. Wenn wir es nicht ausgeben. Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen Vor etwas nervös. Erregung. Du weißt selbst nicht warum. Wahrscheinlich. Stangenfieber. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Der hält sie es auf jeden Fall nicht. Liegt doch noch ein Comic rum. Was ist das denn? Ah, Tommy Angelo. Okay, Zigarettenbild. Irgendwas ist hier noch. Da angezeigt noch auf der Map. Ah, Tatsache. Ein Detective Comic. So. Schön. Schon wieder ein neues Auto, das gibt's ja gar nicht. Na Güte. Nett, aber die Farbe geht dazu gar nicht. Oder ist das das Auto von Sarah? Noch ist die Welt hier tatsächlich auch in Ordnung. Das ist ja noch vor dem Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Wenn ich in die Geschichte aufgepasst habe. Aber ich denke, das wird erst hinterher passen. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel noch passiert. Im zweiten Teil kommt man ja aus dem Krieg zurück als Verwundeter und dann geht's los. Ja, genau. Ja, komm, fahr, hup nicht, fahr. Hier boomt auch die Wirtschaft anscheinend, denn es entstehen neue Gebäude. War das die ganze Zeit schon eine Baustelle? Ich glaube, der hat gescheppert. Ich gebe mal Gas auf, dass die Bullen mich eventuell anhalten. Ein bisschen Würze in dieses Spiel. Ich hoffe, auch mich immer aus dem Auto springen dabei. Das ist immer die falsche Taste. Beschleunigen tut auf jeden Fall ziemlich gut.
Ah ja, hier haben wir Pauli mal abgesetzt. Genau, als er so besoffen war nach dem Rennen. So. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel. Was soll mit der Tür, die ist doch okay. Hast du nach dem Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Ah, bitte nicht Pauli, bitte nicht Pauli, bitte nicht Pauli. Pauli? Shit. Oh Gott. Bitte nicht Pauli. Shit. Es ist Pauli. Ich muss hier irgendwie mal... Pauli? Nee. Irgendwie haben wir auf den Schlips getreten, fürchte ich. Rangehst, mein Freund. Geh nicht ans Telefon. Idiot. Pauli? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Das ist aber schwer schwängert, aber ich glaube, Sam steckt da irgendwie mit drin. Pauli, ich muss los. Tut mir leid. Ja, los muss ich auch, und zwar in die nächste Folge. Bleibt gerne dran, wenn euch das gefällt. Lasst mir ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Ihr könnt auch eins von den drei machen. Was überlasse ich euch? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Mafia. Macht's gut. Ciao.